Ich bin nochmal zurück zur Basis, weil ich festgestellt habe, oh, das sieht so tropisch aus, wenn die Texturen noch nicht geladen haben. Dass der Ragentavis nicht durch die Doppeltür passt. Genauso wie der Griffin. Das heißt also, ich kann den Ragentavis nicht benutzen, um auf ihm reitend durch das Gate zu kommen. Durch die Doppeltür. Und jetzt stellt sich die Frage, kommt irgendetwas anderes durch die Doppeltür oder muss ich das alleine machen? Okay, Motte kommt durch. Wer noch? Die Motte hat halt nicht so viel HP. 1000. So, aber schön klein, habe ich mir fast gedacht, weil sie sehr eng anliegende Flügel hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pelagornis das hat mit seinen langen Flügeln. Wo habe ich einen Pelagornis? Wo ist er, wenn ich ihn brauche? Da oben ist er, stimmt. Cornetto. Gut, dann teste ich mal kurz Cornetto. Oh, geht auch. Okay. Er hat allerdings auch nur 4. Was war das denn? 400 HP. Nicht HP, 1000 HP meine ich. So, und als letztes könnte ich noch den Pteranodon ausprobieren. Gellehead. Das dürfte vom Gefühl her das schnellste sein. Und er kommt durch. Hat allerdings weniger HP. Ist er wirklich der schnellste? Geschwindigkeitstest. Also sie ist auch nicht langsam. Und ich hatte gelesen, der Pelagornis soll wohl auch ziemlich schnell sein, aber fühlt sich nicht so an. Vielleicht, wenn er beschleunigt, aber der normale Mutsch ist langsam. Und ich habe halt das Gefühl, dass er wegen dieser gigantischen Flügel mehr Angriffsfläche bietet. Als zum Beispiel die kleine Hummel. Wen nehme ich da am besten? Artemis. 1500 HP. Ist er stärker als Selene? Wo habe ich Selene da oben? So. Moment. Das ist Link. Da hinten ist Selene. ...2000 HP! Okay, das sieht gut aus. Dann gebe ich hier etwas Stamina. Und dann probiere ich es mit ihr. Vielleicht nicht die beste Wahl, scheint mir aber nicht so verkehrt. So. Dann gebe ich ein paar Beeren mit. 66, 122, 132. So. Und dann kommt sie mit. Ich habe ihr zum Glück auch etwas Gewicht gegeben. Aber am wichtigsten war mir in dem Fall die HP. Dass sie auch ein paar Treffer aushalten kann. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Einmal ins Inventar. Ich habe etwas Ballast dabei, aber was soll's. Hauptsache, ich habe die dabei. Gut, auf ein Neues. Hoffentlich komme ich da an, bevor die Nacht wieder einbricht. Oh, ich habe die Motten vermisst. Was ich nicht vermisst habe, ist ihre niedrige Ausdauer. Ich muss darauf noch achten. Lange sprinten kann sie nicht. Wird das noch zum Problem? Sie hat wirklich extrem wenig Ausdauer. Aber das sah bei den anderen ja nicht besser aus. Ich probiere das jetzt erstmal so. So, ich warte, dass die Ausdauer sich auflädt. Und weiter geht's. Ist sie abgehoben? Nein. Ich muss hier eigentlich nur dann sprinten, wenn der Griffin in meiner Nähe ist. Die übrige Zeit kann ich ganz normal fliegen. Also könnte es ausreichen. Und eigentlich mache ich mir im Moment das Leben unnötig schwer. Denn die Strecke bis dahin kann ich ja auf einem Argentavis gehen. So. Bitteschön. Ich hätte Selene und einen Gefährten von ihr mitnehmen sollen. Für den Fall, dass es schon im Kampf kommt. So weit hatte ich nicht gedacht, weil ich ja nur sie ködern möchte. Die Griffins in die Falle. Sieht beides gut aus, nehme ich gerne. Und dann ab zu meiner Falle. Ab in die Falle. Ich sollte mich darum kümmern, dass es keine Ablenkungen gibt, keine bösen Überraschungen. Bedeutet, Zuschauer müssen weg. Bin ich mal gespannt. Ich parke sie hier hinten. Hier am besten. Die Motte kommt automatisch. Moment mal. Ich habe doch gesagt, Manchmal sind diese da sehr eigen. Also, Zeit habe ich. Ich habe euch nicht auf Neutral gesetzt, oder? Ich meine, ich muss wahrscheinlich nicht, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Griffin überlebt, doch sehr. So, dann nochmal kurz hier testen. Läuft. Und ich kann sogar an den Seiten durch. Ich muss nicht. Durch den mittleren Gang. Jetzt fehlt mir nur noch die Motte. Der Griffin. Wo finde ich jetzt einen Griffin? Also spontan hier in der Nähe ist leider keiner. Diesmal. Im Griffin-Spawn-Gebiet. Sonst waren hier immer viele.
kann auch nicht viel sprinten wegen der Ausdauer. Selbst das normale Fliegen ist anstrengend für sie. Sollte ich vielleicht berücksichtigen. Denn ich muss ja noch die Ausdauer haben, um zurückfliegen zu können. Wenn ich eine sehe. Nein, ich glaube, das mit der Ausdauer wird noch ein Problem. Nicht, dass es im Moment eine große Rolle spielen würde, weil ich überhaupt keine Motte. Nicht Motte, wieso sag ich immer Motte? Keinen Griffin hier gefunden habe. Leider. Wo bist du? Spielt einfach Verstecken mit mir. Und was ist das? Also, da drüben wäre ein Griffin. Das ist gut. Nur ziemlich weit weg. Und ich habe ein echtes Problem mit der Ausdauer. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Und ein Rockholem. So. Da hinten ist der Griffin. Gut. Am liebsten hätte ich mich ja noch ein bisschen ausgeruht. Mal schauen. Mal schauen. Okay, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Glaube ich. Ja, deshalb braucht man einen Vogel, der zuschlagen kann. Das kann unser Freund hier nicht. Mist. So klappt das nicht. Mit einem anderen, wie zum Beispiel dem Pteranodon, hätte ich angreifen können, Agro produzieren, wie auch immer dass man das nennt, das Vieh aggressiv machen. Und dann hätte ich seine Aufmerksamkeit. Aber mit dem hier kann ich den Greif höchstens bestäuben. Also, gut gemeint, aber so funktioniert das nicht. Aus Zeitgründen packe ich dich mal hier rein. So. Und dann werde ich mal, ich weiß nicht, Pelagonis oder Pterandum versuchen. Access Inventory. Macht zu viel Lärm. Sorry, das war einfach zu laut. So. Das ganze Herumgestampfe hält doch kein Mensch aus. Also. Um einen anderen Dino zu testen, einen anderen Flugsaurier, müsste ich kurz zur Basis fliegen. Und zwar am besten mit jemandem mit viel Ausdauer, damit es schnell geht. Die anderen können erstmal hier bleiben. Da kommt doch kein Erdelementar oder so. Hoffentlich nicht. Okay. Bin gleich zurück. Das letzte Mal, dass ich das gesagt hatte, hatte ich Luna verloren. So, Pelagornis oder Pteranodon. Ich müsste sie eigentlich mal im Stränden testen, die beiden. Und schauen, wer mit seiner Ausdauer am besten haushaltet. Die haben leider beide nicht so viel Ausdauer. Nicht so wie der Argentavis, der zwar nicht so schnell ist, aber ewig lange fliegen kann.